Hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgeschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende, seid alle gesund und munter. Ja, und hoffe natürlich, dass ihr die Niederlage in die Bayern gut verkraftet habt. Wie gesagt, ich musste es auch verkraften. Aber ich denke noch, im Nachhinein haben wir ein ordentliches, anständiges Spiel gemacht und wir haben den Bayern einen guten Fight geliefert. Und es ist ja eigentlich immer ein Problem, wenn die Bayern das Spiel vorher in der Woche verloren haben, dann muss normalerweise der Gegner, der dann kommt, leiden. Das ist leider schon immer so gewesen und wahrscheinlich wird es in Zukunft auch so bleiben. Bevor wir dann zu dem Pokal-Achtelfinalspiel gegen den Hamburger SV morgen in Köln 18:30 Uhr kommen, noch so ein paar neue Sachen. Nachdem uns Meret verlassen hat, ist es jetzt eigentlich so gut wie sicher, dass auch Noah Kaderbach geht. Der wird wahrscheinlich ausgeliehen zum FC Basel in die Schweiz. Und dann wünschen wir dem Junge hier auf dem Weg erstmal alles Gute, dass er sich stabilisiert und dass er an seiner körperlichen Fitness und an seiner Stabilität zulegt, damit wir ihn nächstes Jahr in der Serie gut gebrauchen können und auch einplanen können. Ja, eins war ja nun auch klar, nachdem uns Meret jetzt verlassen hat in Richtung Mexiko. Sparen wir natürlich dementsprechend Gehalt ein. Gemunkelt wird von 2 Millionen. Ob das jetzt 2,5 sind oder 1,9, kann ich nicht ganz beurteilen. Jedenfalls sind es roundabout 2 Millionen, die wir einsparen. Aber haben wir eigentlich im Grunde genommen nur noch zwei gestandene Innenverteidiger und somit müssen wir nachrüsten, was ja völlig logisch ist. Und da kursiert dann ein neuer Mann im Netz, und zwar ist das Chabot. Der Junge ist in Hanau geboren, ist in Frankfurt in Leipzig ausgebildet worden, ist 1,97 Meter groß, hat einen starken linken Fuß, hat bis dato 22 Spiele für Sampdoria Genua gemacht, konnte auch einen Treffer erzielen. Letzte Saison war er aber ausgeliehen innerhalb von Italien, und zwar an, jetzt muss ich gucken, Spezia Calcio. Und so wie das gemunkelt wird, wird er in Köln auch nicht mehr oder weniger verdienen als in Italien. Denn da können wir noch angeblich mithalten. Obwohl die Kassen sind ja klamm, so wie es kolportiert wird, geht es uns schon wieder ziemlich schlecht. Die Kassen scheinen mau zu sein. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir haben ja bisher eine gute Runde gespielt und das macht sich natürlich auch finanziell bemerkbar. Nur aufgrund der Pandemie, ihr habt das am Wochenende gesehen, normalerweise hätte so ein Spiel 50.000, die dann auch mit Sicherheit da gewesen wären, verdient gehabt. Und dann sind da irgendwo 750 oder 950 Zuschauer zugelassen, was dann natürlich sehr peinlich ist. Unser Trainer Steffen Baumgart hat sich auch schon ausführlich dazu geäußert, wobei ich ihm voll unterstützen muss. Ich muss ihm völlig recht geben. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Nummer. Dafür haben wir ja unsere großen Politiker, die sowas entscheiden, ob das jetzt alles so richtig ist oder verkehrt. Da kann sich jeder ein eigenes Bild draus machen. So, was erfreulich ist noch, Skiri hat auch sein zweites Spiel jetzt gewonnen bei dem Afrika Cup, und zwar 4-0 gegen Mauretanien, wo auch immer das ist. Er hat 90 Minuten durchgespielt und hat auch eine ordentliche Leistung gezeigt. Die zweite Mannschaft hat auch personelle Probleme, weil ja Noah Kaderbach ist jetzt mehr oder weniger verliehen. Also ich denke mal, das geht über die Bühne. Olesen ist im Kader von der Profimannschaft. Jetzt hat sich der Goalgetter Dietz, der die meisten Treffer in der zweiten Mannschaft erzielt hat, auch noch verletzt. Und zwar eine schwerwiegende Schulterverletzung. Und eine Schulterverletzung ist alles nicht so einfach. Und zwei Mann haben sich auch noch in dem Freundschaftsspiel jetzt gegen Koblenz verletzt. Somit geht Zimmermann langsam die Leute aus. Und jetzt hat er schon zwei Gastspieler eingesetzt. Und einer von diesen Gastspielern ist unser ehemaliger Weggefährte Christian Clemens. Und so wie das kolportiert wird, könnte es sein, dass er noch verpflichtet wird. Das geht aber dann dementsprechend nur bis zum 31. Januar. Sollte er nichts Besseres bekommen, würde er in Köln unterschreiben. Meine, ist ein Kölner, ein Urkölner, würde mich freuen für den Christian Clemens. Natürlich, vielleicht hat er dann wieder Optionen nach oben. Natürlich nicht mehr mit dem Gehalt, was er damals mal verdient hat. So, da kommen wir mal zum Highlight. Und zwar morgen Abend 18:30 Uhr ist der ruhmreiche HSV in Köln-Müngersdorf zu Gast im Achtelfinale im DFB-Pokal. Viele, und ich warne davor, viele
sehen sie schon wieder im Viertelfinale. Also ein Selbstgänger wird das mit Sicherheit für meine Begriffe nicht. Normalerweise, ich betone extra, normalerweise müssten wir den HSV schlagen. Aber im Pokal, gut, das wisst ihr alle selber, im Pokal hat es schon so manche Überraschung gegeben. Ich habe gerade mal recherchiert, wir hatten mal eine Pokalpleite. Und zwar am 11. April 1995, da wollte ich mir schon Karten besorgen. Der ein oder andere hat es schon gemacht fürs Pokalfinale. Das war ein Halbfinale gegen den damaligen Zweitligisten VfL Wolfsburg, was wir dann zu Hause in Müngersdorf vor 36.000 Zuschauern 1:0 verloren haben durch einen Treffer von Sigi Reich, dem einen oder anderen wahrscheinlich noch bekannt. Und somit war es nichts mit dem Finale in Berlin. So, jetzt sind wir im Achtelfinale und können normalerweise und sollten wir auch normalerweise schaffen, das Viertelfinale. Ich habe da mal rausgesucht, dann sind jetzt im Moment noch 10 Bundesligisten drin, 3 werden sich gegenseitig eliminieren, dann sind es noch 7 und ich hoffe, dass wir einer von den 7 sind. Und dann hoffe ich auf ein bisschen Losglück, ja, wie wir es ja jetzt mal hatten, mit dem Heimspiel gegen HSV. Der HSV ist ja ein gefühlter Erstligist, muss man ganz klar so sagen. Haben einen sehr guten Torwart mit Heuer Fernandes, 2 gute Stürmer mit Klatzel und mit Alidu und mit Sonny Kittel, einen starken Mittelfeldspieler und Jatta. Also von Pappe sind die Jungs auch nicht. Normalerweise ist es ja, wie ich eben sagte, schon ein gefühlter Erstligist. Wir dürfen natürlich nicht eins machen und zwar die Mannschaft nur noch schätzen. Irgendwo mit der Prämisse ins Spiel gehen, ist nur ein Zweitligist, das machen wir von vornherein sauber. Also Leute, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen und ich hoffe auch, dass Steffen Baumgart seine Jungs richtig impft, dass wir das Ding morgen nach Hause bringen, dass wir mal wieder im Viertelfinale im Pokal sind. Das wäre natürlich unabhängig von einer zusätzlichen Einnahme, weil es nochmal richtig Kohle gibt, denn die können wir ja gut gebrauchen, wäre das ein schönes Erfolgserlebnis für den FC und es ist natürlich auch immer sehr gut fürs Selbstvertrauen. Wie das jetzt mannschaftlich aussieht, aufstellungsmäßig, kann ich mich hier gar nicht äußern. Ich habe bloß im Kicker gelesen, dass mit 100%iger Sicherheit Ljubicic anfangen wird für Schaub. Aber Steffen Baumgart trägt sich mit dem Gedanken auch im größeren Rahmen ja, zu wechseln oder wie das heutzutage schön heißt, rotieren. Das ist jetzt, wie gesagt, Schwebe ist im Tor, auch klar. Und wie das andere dann aussieht, eine Option hatte ich ja in der Innenverteidigung so und so nicht mit Hübers und mit Kilian. Ob jetzt rechts Benno Schmitz draußen bleibt oder Ijibue eine Chance bekommt. Vielleicht Yannis Horn auf der linken Seite spielt, Jonas Hector als Sechser ins Mittelfeld geht. Das sind eigentlich alle Optionen offen. Ja, dann wollen wir nur hoffen, dass das morgen vernünftig über die Bühne geht, dass wir den HSV schlagen. An meinen Freund Henner aus Hamburg. Tut mir leid, Henner, aber wir müssen das Ding morgen gewinnen, auch wenn ihr es nötig hättet. Aber ich denke mal, dass wir mit aller Macht und Gewalt das Spiel gewinnen wollen und auch werden. Und somit sehe ich den FC Köln endlich mal wieder im Viertelfinale. Was ja für alle Kölner eine riesengroße Freude wäre. Dann wollen wir auf ein spannendes, anständig, faires, aber einen ordentlichen Pokalfight hoffen, der unsere Nerven nicht gar so strapaziert. Und dann hoffen wir auf ein Weiterkommen und dann melde ich mich die Woche mit der Vorschau bei dem Pokalspiel gegen den VfL Bochum. Und vorher möchte ich nochmal betonen oder hier bekannt geben, dass wir die nächsten Tage oder die nächsten 2-3 Wochen ein Karnevalstrikot vom FC verlosen werden. In welcher Form wir das gestalten, müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Das Trikot hat mein Bekannter, der Markus aus Köln, besorgt. Er wollte auch Unterschriften holen, was aber leider nicht machbar war, weil die Spieler striktes Autogrammverbot haben. Somit ist es leider so, dass wir das Trikot dann ohne Unterschriften verlosen müssen. Und ja, das tut mir irgendwo leid, aber ich denke auch nicht, dass sich irgendwo in den nächsten 1-2 Wochen sich an der Situation da was ändert. Ich meine, da kann man dem Verein auch verstehen, dass er da die Vorsichtsmaßnahmen ergreift und lässt da die Spieler nicht mit Zuschauern, Anhängern unterschreiben oder Autogramme geben. Da haben wir Verständnis für.
dass da macht dann der FC richtig, nicht, dass uns die Pandemie auch noch ergreift und dass wir auch noch 3-4 Spieler irgendwo in Quarantäne haben. Das würde uns natürlich sicherlich ganz hart treffen. Jo, so, dann hoffe ich euch viel Spaß morgen beim Spiel und bis die Tage. Tschüss, euer Holly.